Mord schmiedet. Einer Lüge zustimmen? Er wird ein Kreis zum Quadrat. Hier in der Gegend sollten einige Eier sein. Genau. Passt. Unsinn! Das hat nichts mit Kunst zu tun. Du weißt die Feinheiten eines bissigen Spots nicht zu schätzen. Nee, er weiß die Feinheiten echt nicht zu schätzen. So. Lass uns die nochmal eben durchgehen. Müssen wir doch rauskriegen, ne? So. Ich sag's ja. 5. Hab ich schon. Okay. Wahre Grüße, Johann. Waldo neu, okay. Hier herrschen Musik, Met und gar muntere Reigen. Doch bleibst du recht wachsam, kannst du Eier eintreiben. Okay. Waffen lass ruhen, darfst der Schlacht dich verneinen. Trinke und feiere, bis Souls erscheinen. Es gibt mehr als nur einen. Raubzüge reisen. Warenhandel mit donnerndem Brüllen forme ich das Land. Okay. Ist die Frage, welcher es jetzt noch ist? Bist jetzt zu Hause? Na, ist doch schön, Marco. Freut mich. Ist doch prima. Da sind sie doch schon. So, ich habe jetzt wie viele Eier? Wie viel muss ich sammeln? Ich glaube, 6 muss ich sammeln, ne? Warte mal. Lass mal ganz kurz gucken. 6 habe ich. Meistens braucht es deine Augen Sinn. Was gibt's für 6 von ihnen? Für die restlichen 9 musst du selbst dir dienen. Hast du 15 Verstecke Erfolge? Ah, okay, 15 brauche ich. Okay. Okay. Da scheint auch noch was zu sein. Juhu, Eierköpfchen. Eier, wir brauchen Eier. So. Da sind auch noch welche. Laufen wir nochmal schön hier das Dörfli ab. Da ist nichts mehr. Warum sagst du jetzt das, was ich im gleichen Moment schreiben wollte? Ja, weil wir hier eine gute Community sind. So, was haben wir denn da? Sei gegrüßt, Eivor. Sei selber gegrüßt, du, die ich nicht kenne. So, da sind auch noch Eier. Ja, das kann ja wohl nicht so schwer sein, hier noch ein paar Eier zu finden, oder? Notfalls male ich die selber an. Wir malen die Eier an. Ja, wir malen die Eier an. Eine Ehre, dich wiederzusehen, Eivor. Nicht schwarz, nicht grün, nicht aquamarin. So, das sieht aus, als wenn da Eier liegen könnten. Aber da ist nichts. Da oben. Da sieht es noch aus, als wenn da was ist. Nee, das ist eine Tante. Okay. Ach, das ist die Freundin von... Ja, von dem jungen Aldermann. Da ist nichts. Ah, wir finden die schon. So groß ist der Ort ja hier nicht, ne? So, gehen wir hier nochmal kurz scannen. Was ist denn das? Ach, das ist die Tante, okay. Und wenn es die eigenen sind, die malt man auch an. Selbstverständlich. Zu Ostern werden alle Eier angemalt. Das glaubt man. Schön mit Lebensmittelfarbe, ne? Okay, Proviant ist voll. Das werden wir da wohl noch finden hier.
scannen mal weiter hier. Wie viel habe ich jetzt eigentlich? Lass mal gucken. Lass mal gucken. Wir haben inzwischen... Wir haben 10. 5... Warte, wir brauchen 5 Stück noch? Boah. Wir brauchen noch 5 Verstecke. Heidewitzka. Es muss... Oh, da ist ja noch ein Schatz. Na, wo ist sie denn? Wo sind sie denn? Irgendwo werden sie sie haben. Auch wenn ihm der Punkt des Imperiums in seiner Blütezeit fehlt. Männer neben Edding. Was? Autolack. Männer neben. Männer neben Autolack. Ah, das ist genauso, wenn Männer, da oben, wenn Männer die Brust geben könnten, ne, einem Kind, dann würde bei uns doch nicht sowas Triviales rauskommen wie Milch. Bei uns müsste es schon was super Männliches sein, so wie Motoröl. Ha? Oder Whisky. So ein schöner Bourbon, ne? Aber Motoröl finde ich schon gut, ist so teuer. Das ist eigener Produktion dann, ne? Eigene Abfüllung. So, lass mal sehen. Wo haben wir denn hier unseren netten... Da, guck mal. Da hat er sich die Mühe gemacht und ist hier raufgeklettert. Ja, Witzki. Ja, Heidi Witzki. Gibt es hier wenigstens irgendwie so ein... So ein Dings, wo ich reinspringen kann? Nö, natürlich nicht. Hätte ja sein können, dass ich hier irgendwo reinspringen kann. So, und zack. Jetzt haben wir 11. Wir brauchen noch 4. Wir malen die Rosen rot, denn sie will die Rosen rot. Wer kennt es nicht? Alice im Wunderland, ne? Ein toller Disney-Film. Geisterschutz? Da oben! Da! Das ist mal! Schon gefunden! Ja, jetzt muss ich nur noch hochkommen. Sehr gut. Hoch. Runter. Runter. Zack. So. Ha, wo müssen wir denn jetzt noch hin? Jetzt brauchen wir noch wie viel? 3. Nach Adam Riese und Eva Zwerg. Ne, das wieder hier schießen. Oh, da war noch was. Sag mal, wie viele haben sie denn hier im Langhaus versteckt? Ist ja schrecklich. Gehen wir da hoch. Na. Wie kommt man denn da hoch? Alter Falter. Warte mal, lass mal gucken. Von hier vielleicht? Ranvi, willst du keine Party machen? Ah, da oben. Muss ich doch von da oben ran, ne? So. Okay. Dann müssen wir doch von da... Hey Ranvi, was läuft?
Na super. Warum kann ich mich jetzt gar nicht mehr bewegen? So. So läuft es. Okay. Jetzt schauen wir mal, was haben wir hier noch? Aha. Wir haben 13, wir brauchen noch 2. Okay. Hey, das ist Wolfi. Hier muss noch irgendwo was sein. So. Machen wir ein bisschen Ostern hier, ne? Das müssen Weihnachtsmänner sein. Ist ja bald Ostern. Da. So, einen brauche ich noch. Nothing else matters. Da ist nichts mehr. Alles hier mit Odins Blick absuchen. Ich habe noch nie etwas von einem Flusscampen gehört. Na super. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Aber frag ruhig Eivor. Genau, frag mich mal. Sunifa und ein Fremdling. Was führt dich zu uns? Wagen und seine Mannschaft behaupten, große Schätze zu erbeuten. Eine fehlt mir noch. Sich Refnatorp anschließen. Wenn ihr zu uns gehören wollt, so verlangen wir nur harte Arbeit und Treue. Silber oder Gold sind nicht nötig. Wir würden es aber auch nicht ablehnen. Schön, dich zu treffen, Eivor. Und es winkt dir mehr als nur edle Metalle. Wir erscheinen vielleicht müde und zerlumpt. Aber wir kennen geheime Wege entlang Englerlands Küste, an denen du reiche Güter für Refnatorp finden wirst. Refnatorp. Und ihr wollt sie mit uns teilen? Warum? Wenn sich der Tisch vor zu viel Köstlichkeiten biegt, ruft man Freunde, um gemeinsam zu genießen. Wir suchen Freunde und Feste. Ich zeige es dir. Ich nehme dich mit auf einen den schönen Ort, Weber. Sobald unser Schiff geflickt ist. Ich weiß das Angebot zu schätzen und nehme es gern an. Super. Ich möchte jetzt aber nirgendwo hinfahren. Ah, der Jomskai. Sehr schön. Haben wir ein neues Gebäude. Ich möchte aber erst die Eier fertig suchen. Mann! Und? Wie gefällt dir unsere Anlegestelle? Ah, sie ist unseres Langschiffs würdig. Komm und sag mir Bescheid, wenn du bereit bist, aufzubrechen. Alles klar. Alles klar. Oh, was grillst du denn Gutes? Man kann alles grillen. So. So, wo haben wir denn hier noch? Ist da noch was? Sollen wir da nochmal gucken gehen? Sieht das aus, als wenn da was wäre? Was ist denn das hier? Nee, das will ich nicht tragen. Sieht das Eier? Da sind Eier! Das war dann wohl das Letzte. Ab zu Alvin! Simon, wie war das? Alvin, Simon, Theodore? Nein, ich will dahin. Wo ist denn Alvin? Alvin! Nur ein paar Wurstwaren. Ah ja. Also ich werde wohl das Spiel nicht beenden. Das heißt, du musst mehr Assassin's Creed spielen, damit ich bald das Ende sehe.
Wo will er hin? Nein, warte mal. Ich muss eben die Quest auswählen. Wo ist die Quest? Zeig mir die Quest. Eiersuche. Und das ist tatsächlich Alvin und den kann ich nicht antriggern. Ich könnte kotzen. Ich kann ihn nicht antriggern. Na gut, wir machen erst ein anderes Spielchen. Das haben wir schon. Oh, da gibt es wieder hier Pfeilschießen. Das ist gut. Das können wir machen. Schießen wir ein bisschen Pfeilchen. Wo ist Pfeilchen? Da ist Pfeilchen. Willst du es jetzt versuchen? Jo, ich... Gib mir einen Bogen. Ich bin bereit. Okay. Und dann zeig mal. Sammel dich für einen Moment und dann los. Ins Auge, du schießt gut. Bei Freyas Liebe, ein Meisterschuss. Nur gut, dass ich auf dich gesetzt habe. Bei dir sieht das so leicht aus. Ja, ist es auch. Du machst deine Ahnen stolz. Bei dir sieht das so leicht aus. Bei Freyas Liebe, ein Meisterschuss. Du machst deine Ahnen stolz. Die Hälfte hast du schon mal, Eivor. Okay. Gut ins Auge, du schießt gut. Nur gut, dass ich auf dich gesetzt habe. Ins Auge, du schießt gut. Mein Gott, die ist mich nur am Loben. Du machst deine Ahnen stolz. Nur gut, dass ich auf dich gesetzt habe. Nur gut, dass du auf meiner Seite bist, ne? Bei Freyas Liebe, ein Meisterschuss. Bei dir sieht das so leicht aus. Stolz. Die Zeit ist fast um. Das war sehr, sehr gut. Nicht vollkommen, aber gut. Du kannst dich jederzeit verbessern. Sehr gut, habe ich das auch gemacht. Ah, geil, nochmal Festmarken bekommen. Sehr schön. Dann gehen wir jetzt nochmal zu dem Alvin. Wer ist inzwischen besser dran? Bei Alvin denke ich immer an die Chipmunks. Nö, der läuft ja immer noch durch die Gegend hier. Komm, einmal triggern. Bitte. Arsch. Okay, was haben wir hier? Maida, ich habe gehört, du wärst zur Frühjahrskönigin gewählt worden. Oh, ich hasse es. Ich habe allen gesagt, dass ich das nicht will, aber sie haben nicht gehört. Und nun muss ich diese furchtbare Blumenkrone tragen. Das ist doch kein Kopfschmuck für eine Königin. Wir werden nachher mal uns rausbeamen. Vielleicht könntest du sie mit Stolz tragen, wenn sie besser zu deinem Huga passte. Ja, es klingt vielleicht seltsam. Aber ich will eine Krone aus einem Tier, nicht aus einem Garten. Bertam hörte Sunifa über ein Tier sprechen, das zurzeit sehr viel Wild im Wald reißt.
Bisher konnte sie seine Fährte nicht aufnehmen, aber es wäre mir eine Ehre, eine Krone aus einem solchen Raubtier zu tragen. Mhm. Diese Bitte kann ich leicht erfüllen. Ich hol's. Ich komme mit einer Krone zurück, die unserer Frühjahrskönigin würdig ist. Danke, Eivor. Ich stehe in deiner Schuld. Aber sowas von. Ja, wir werden uns gleich mal rausbeamen. Ich schaue noch mal eben einmal, ob er immer noch läuft. Nee, da ist er inzwischen. Alvin hat sich resettet. Sehr gut. Und? Wie läuft die Jagd? Ich habe viele gefunden. Aber nur du kannst mir sagen, ob es alle sind. Das stimmt wohl. Zeig mal her. Du hast sie tatsächlich alle gefunden. Juhu! Weißt du, manchmal ist es genauso wichtig, sein Denkvermögen und seine Wahrnehmung auf die Probe zu stellen, wie seine Schwertkunst. Und immer dran denken, ein Kuhfladen wird breiter, wenn man drauftritt. Alte sizilianische Bauernweisheit. Warum schleppt die ganze Zeit den Pfeil durch die Gegend? Ah, so ist schon besser. Gut. Das haben wir schon. So, wir wollen doch jetzt noch ein Wild erlegen, ne? Ein Wild. Ein Wildbrett. Frühjahrskönigin. Maida findet nicht, dass die Krone der Frühjahrskönigin zu ihrem kriegerischen Geist passt. Sie möchte eine neue. Jage die Bestie. Ich jage eine Bestie. Was? So weit weg? Alter. Wo soll die denn sein? Ach, da hinten. Na gut. Das machen wir doch mal Flotikowski, ist doch gar kein Problem. Gar kein Thema. Ja. So. Ach, schön. Ich hatte beim letzten Mal einen Pfeil in mir stecken. Okay. Der nicht wegging. Hui! Na, wo ist denn die Bestie? Ach, ich weiß, wo das ist. Da war doch dieser, die gleiche Arena wie damals, dieser Scud oder so, dieser schwarze Hund. Ja, das ist bestimmt das gleiche, die gleiche Gegend. Nee, oder? Keine Arena? Da ist doch was. Nein. Hm. Da. Das Biest muss in der Nähe sein. Ich sollte nach Spuren suchen. Ich suche immer nach Spuren mit meinen Hexersinnen, mit meinem Odinsblick, ne? Ja. Flieg, flieg, flieg. Nichts mehr. Da ist er doch. Das sag ich doch. Ein wahrlich grausiger Anblick. Das muss das Werk dieses Untiers sein. Ein Bär. Das Tier wurde auf eine Art ausgeweidet, die ich noch nie gesehen habe. Da wurde ein Bär. Es muss Krallen oder Klauen haben. Da hat jemand einen Bär weggemampft. Hast du schon die neuen Fertigkeiten gesehen? Nö. Meinst du diese? Fupp. Jetzt habe ich sie gesehen. Da ist eine Blutspur. Die sollte mich zu dem Raubtier führen. Alles klar. Okay, dann habe ich sie jetzt gesehen. Was ist denn das? Das sieht aus, als würde es einem Bauern gehören. Aber hier im Wald gibt es keine Gehöfte. Ah. Da. Hilfe!
beruhige dich, mein Freund. Ich werde die Waldbestie erlegen. Ach, den Göttern sei Dank. Ich dachte, es wäre um mich geschehen. Weißt du, wohin sie gegangen ist? Dort. Ah, cool. Nicht? Was meinst du mit Loot vom Raben? Heißt das, wenn ich einen Gegner... Das heißt, wenn ich einen Gegner mit Pfeilen töte, holt der Rabe direkt das Loot rein, oder wie? Das heißt, ich muss da nicht extra hingehen und nochmal das aufsammeln, ja? Was? Das ist ein Hahn. Ich sehe nur ein Hühnchen. Es ist ein Meister der Verkleidung. Was? Lass dich von dem Untier nicht beirren. Bitte, du musst es erlegen. Ach gut. Bleib hier, während ich mich darum kümmere. Es kämpft mit der Wut des Fenriswolfs. Was ist das für ein Ungeheuer? Ich habe dich doch gewarnt. So. Geil, dann kriegt ihr jetzt eine Krone aus einem Hühnchen. Das ist sicher. Wo hast du dieses Huhn aufgetan? In Hel? Oh, besten Dank. Ich fasse es immer noch nicht, dass Romy mich angriff. Romy? Ja, das Huhn, das du gerade erlegt hast. Ich wollte es zum Markt bringen, als ein Bär erschien. Ich dachte, das wäre mein Ende, aber Romy beschützte mich. Sie bezwang den Bären, als wäre es nichts. Ich wollte sie beruhigen, aber nachdem sie den ersten Tropfen Blut gekostet hatte, war sie nicht mehr zu halten. Das ist ein sehr besonderes Huhn. Ja. Stell dir vor, sie sollte geschlachtet werden. So etwas werde ich keinem Huhn mehr antun. Sag, darf ich Romy verwenden, um einer Freundin eine Krone zu fertigen? Ja, natürlich. Es wäre mir eine Ehre, wenn etwas von Romy weiterleben kann. Ich helfe dir sogar dabei. Sehr gut. Kleine Info, wir haben gestern im Fernsehen haben wir Justice League gesehen und zwar den Cut von Zack Snyder. Richtig cool gemacht, über 4 Stunden, ne? Da waren so viel, der Film wurde in großen Stile komplett anders geschnitten, komplett teilweise auch komplett anderer Inhalt, ne? Manche Themen wurden nicht behandelt, manche Themen wurden behandelt. Total cool gemacht. Kann ich nur empfehlen. So, kehre zu Madja zurück. Ich kehre zu Madja zurück. Madja! Dein Krönchen ist da. Ja, ich fand den cool. Da waren so ein paar Sachen, wo ich dachte, hä, das war doch anders? Ne? Weil, zum Beispiel meine ich mich zu erinnern, dass in der Kinofassung, dass dort diese... so violette Kristalle irgendwo rausgeschossen sind, ne? Wo da auch der Flash noch irgendwie so ein paar ansässige Einwohner in diesem Nukleardorf da weggeschoben hat mit dem Auto, ne? Und ja, das gab's ja alles gar nicht, ne? Oder dass auch zum Ende der Steppenwolf von seinen eigenen Anhängern sozusagen, von diesen Monstern gefressen wurde wegen der Angst, die er verspürt hat. Das gab's ja alles gar nicht, ne? Die wunderbare Wonder Woman hat ihm den Kopf abgeschlagen. Nachdem der Superman ihm schon das eine Horn weggerockt hat mit seinem Laserblick. Frühjahrskönigin, nun erhältst du deine Krone. Yay. Wie wunderbar. Welch schreckliches Untier gab sein Leben, um etwas so Schönes zu schaffen. Ein Hahn? Es war ein geflügeltes Wesen. Wie ich es noch nie gesehen habe. Von seinem Schnabel tropfte Blut und seine Krallen waren schärfer als jede Klinge. Offensichtlich ein mächtiger Gegner. Ich wünschte, ich hätte dem Kampf beiwohnen können. Das war wahrlich ein besonderer Anblick. Wirst du deine Rolle nun gerne übernehmen? Ja, ich werde diese Krone mit Stolz tragen. Ich danke dir. Sehr gut. Schon wieder eine Frau glücklich gemacht. Ist das nicht toll? Schön. Bekomme ich jetzt wieder Marken? Nein, ich bekomme erstmal 2 Punkte. Juhu! Und, oh, nochmal 140 Festmarken. Geilomat. So, wir werden jetzt nochmal eben schnell ein paar Fertigkeiten hier machen. Und zwar werde ich mal der Idee von Marco mal folgen. Was ist das hier?
Langschiff-Schildwall. Pfeilsammler. Sehr gut. Was haben wir hier? Nahrungssuche, Nahrung bei Leichen zu finden. Leichennahrung ist doch egal. Da ist es. Rabenbeute. Die nehmen wir doch. Dein Rabe plündert Ziele, die mit Fernangriffen getötet wurden. Das ist doch schön. So, und den Rest machen wir wie üblich zu Vieh. So, 336. Okay. Weiter.